Fernrohr. Wahrscheinlich wieder eine Brille oder so. Fernrohr. Ach Mann, das funktionierte doch die letzten Male so schön. Da! Was ist denn heute los mit diesen Wimmelbildern? Besser gesagt, mit meinen Augen. Konzentrieren sich auf die falschen Sachen. Zum Beispiel diese CD hier, die keine Schallplatte ist. Oder das Ding hier, was keine Schallplatte ist, sondern ach, ein Maßband. Wie man es aus der Schule kennt. Damals noch. Ich kann hier aber auch... Ich konnte hier bisher aber auch noch gar nichts... Hier ist jetzt wieder Henkel der Tasse abgebrochen. Was geht hier vor sich? Ist leer, dann kann ich ja jetzt wieder. Ja, wunderschön, wunderschön, yay! Gib mir hier doch einfach eine Sache von den blauen Dingern, mehr will ich doch gerade gar nicht. Was? Die 2 war also ein Jäger. Ich muss jetzt... Ah, da ist die Schallplatte hinter dem Ding. Muss ich jetzt einfach alles anklicken, weil alles alles sein könnte? Ach, das hier, der Regenschirm ist die Tasse. Gut. Hatten die zum Schluss keinen Bock mehr, irgendwie was richtig hinzuschreiben? Ich verstehe es nicht. Warum quält ihr mich so sehr? Warum? Du wärst hier ein Jäger. Du wärst ein sinnvoller Jäger. Aber nein, die Zahl 2 ist ein Jäger. Natürlich. Ah. Ja, die Schallplatte hatte ich ja jetzt schon. Tasse. Henkel der Tasse war ja abgebrochen. Jetzt lass mich hier doch mal eine Sache irgendwie aufnehmen, die ich kombinieren kann. Komm, Sombrero, geh zur Seite und dann... Nein. Sauglocke, klar. Oh, Pümpel. Ja. Fehlt mir aber trotzdem noch Dreieck und Tasse. Nein. Ich will gucken, wo hier steht. Der Henkel dieser Tasse ist abgebrochen. Heißt, wir brauchen einen Griff für einen Regenschirm. Der eine Tasse ist. Da. Hier, jetzt haben wir die Tasse fertig. Also Kinder, wenn es regnet, vergesst niemals eure Tasse mitzunehmen. Dreieck. Ah, das ergibt wenigstens mal Sinn. Sehr schön. Darf ich jetzt das Kabel nehmen? Dankeschön, Schnur. Ich sag nichts dazu. Ich bin einfach nur glücklich so. Zack, klick. Restaurant. Music Titan 6. Press any key to start. Wiederhole die Abfolge. Be ready. Rot, grün. Rot, blau, nee, grün und nochmal grün. Grün, grün, blau. La, 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 la. Weiter geht's. La, 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 la. La, 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 la. Es ist wunderschön. La, 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 la. Was? La, 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 la.
Nochmal! Puh. La, 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 la. First try, bitches! Und ich krieg'n Bongo dafür! Es klingt, als ob da etwas in dieser Trommel wäre. Oh nein, du schneidest diese Trommel jetzt nicht auf. Wenn du diese Trommel auf... Mann! Die habe ich gerade gewonnen bei diesem Spiel. Da trommelt man drauf. Das ist eine gute... Gutes Bongo. Mann. Samurai-Figur. So. Ordnen Sie die Teile von Statuen in der richtigen Stelle. Okay. Du bist der Samurai. Nein. Oder passt das? Doch, das sieht so aus. Dann fehlt beim Samurai. Das hier sieht Samurai-mäßig aus. Was? Ach so. Ach, der Schatten ist schon dahinter. Na Gott sei Dank. Sonst hätte ich das Minispiel nie geschafft. Nee, das passt nicht. Wo ist denn die nach oben guckende? Da. Dann. Ach, das ist... Kommst hier hin. Ich, Trottel, habe auch noch versucht, das hier mal ernst zu machen. Warum bist du denn da? Hä? Egal, ich frag nicht. Ich frag nicht. Ich frag einfach nicht. Ich frage nicht. Ich frage nicht. So. So. Nein. Bleib doch mal hier. Geht doch. Dann vertausche ich dich noch mit dem. Dich noch mit dem. Ah, nee, war schon. Du bist noch falsch. Nein. Du kommst noch hier hin. Ich gebe mir gerade keine Mühe. Merkt man das? Oh, ich bin nur genervt von diesem Spiel, weil es gerade so unnötig ist. So unnötig einfach. Du kommst da hin. Du kommst noch hier hin. Das war's. Und? Das hab ich doch. Ich bin fertig. Ordnen Sie die Teile von Statuen in der richtigen Stelle. Hab ich doch. Ich will was dafür bekommen. Hey. Hey. Es ging gerade. Ihr habt's gesehen. Und die nächste Münze. Ja. Sechste Offenbarung. Sieht immer noch aus wie Cthulhu. Wenn Riido es geschafft hätte, alle Seelen auf der Insel einzusammeln, hätte er ein Tor aus seiner Dimension in unsere Dimension öffnen können. Und hätte in unsere Welt kommen können, um Tod und Verderben zu verbreiten. Dun, dun, dun. Aber dadurch, dass sie den Konjunktiv hätte schon eingesetzt haben, ist schon klar, dass er es nicht geschafft hat. Blumensymbol. Sagst durch die Blume. Ein Fragezeichen. Wo sind die anderen zwei? Wo sind Justus Jonas und Peter Shaw? Bob Andrews? Hä? Sag's mir. Und Zimmer 27. 27. Klack. Rainer. Oh. Ein neuer Stallion. Wow. Ich dachte nicht, dass noch jemand am Leben wäre. Ich bin froh, dich zu sehen, Bobby. Was ist passiert? Wie bist du hierher gekommen? Unser Boot ist auf einen Riff aufgelaufen. Und ich wurde über Bord geworfen. Ich habe das Bewusstsein verloren. Und als ich wieder zu mir kam, waren lauter Infizierte um mich herum. Ich habe es geschafft, mich im Dschungel zu verstecken.
Aber es war auch so sehr gefährlich, dort die Nacht zu verbringen. Ich bin an diesem Hotel vorbeigekommen. Es war leer, also beschloss ich, hier zu bleiben. Eine Sache verstehe ich nicht. Warum hast du dir die Hochzeitssuite ausgesucht, Bobby? Sie hat die weichsten Betten. Ich finde sie auch sehr hübsch. Bobby, wir müssen das Böse aufhalten. Aber ich weiß nicht wie. Denke an unser Briefing. Man hat uns erzählt, dass die Nachkommen der alten Stämme noch immer im Dschungel leben. Wenn uns jemand helfen kann, dann sie. Besorg mir eine Waffe. Dann werde ich mit dir gehen. So gut wie erledigt. Ja. Oh. Bobby. Bobby. Oh. Auto. Und wir haben zufällig die Spielzeugtür. Autotür. Das ist ein ungewöhnliches Feuerzeug. Ach, ein Feuerzeug ist das. Aha. Aber es wird nicht funktionieren, bevor das Spielzeugauto nicht komplett zusammengebaut ist. Was die für ein technisches Verständnis hat. Meine Güte. Das ist jetzt aber kein Feuerzeug. Geheimfach. Ich sehe ein Geheimfach. Für diese Schatulle benötige ich einen kleinen Schlüssel. Wow, das Autorad war ja sehr weit weg. Was bist du? Warum kann ich dich nicht aufnehmen? Ist die wichtigere Frage. Okay. Wir müssen wieder ein bisschen was lesen. Hier. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Yeah. Ich und Malcolm schafften es gerade noch, die Perseus zu verlassen, bevor sie sank. Wir haben die Insel erreicht und sind mit... ja, das haben wir auch schon gelesen. Jetzt wissen wir, woher die Zombies kamen. Jetzt weiß ich, wie ich den Vogel anlocken kann. Ein Dämonenhormon aus einem Paralleluniversum, der Seelen von Menschen auf einer tropischen Insel stiehlt. Keine gute Touristenattraktion. Dank Robert waren die Lichter an. Er ist in der Nähe des Hotels an Land gespürt worden und hat in einem der Zimmer Zuflucht gesucht. Ich bin froh, dass es ihm gut geht, obwohl er sich weigert, mich zu begleiten. Es sei denn, Mac und ich finden eine Waffe für ihn. Ich glaube, ich habe hier irgendwo eine Schrotflinte herumliegen gesehen. Nicht liegen, sondern hängen. Wenn ich sie wäre, hätte ich auch schon die Hoffnung verloren. Ja, okay. Zack. Bum, bum. Es ist komplett zusammengebaut. Jetzt sag mir nicht, dass... Happy Place. Happy Place, ein gruseliges Lock. An der Uni habe ich Schlagzeug gespielt. Aha. Du bist eine starke, unabhängige Frau, wissen wir. Ja, ist okay, wir glauben dir. Fragezeichen. Klar, hier war das. Nein, sag mir nicht. Nein! Och nö. Dankeschön. Auch wenn du dieses Inventar total demoliert hast, aber egal. So, jetzt fehlt nur noch Bob Andrews. Yeah, geil. Und das fehlt natürlich noch am Auto. Natürlich. Weißt du was? Das Auto war nicht das Feuerzeug. Das hier ist das Feuerzeug. Mann. Drei Poster. 1, 2, 3. Medaillon. Hier. Mullbinde. Nein, Mullbinde. Hier. Deckel, Handschuhe, Muschel, Handschuhe, hier, Glas, das ist ein Lesezeichen, Croissant, Brille, Karabiner, nicht Karabiner, Phoenix, Pullover, das ist ein Strampler, aber ist mir egal, hier ist jetzt die Schokolade, Bratpfanne, du bist ein Deckel, du bist Frosch-WC-Reiniger, oder hier, nicht WC, sondern ein Fensterreiniger. Dann ein Glas. Ein bisschen Korken. Du bist ein Glas. Phoenix Handschuhe.
Hausschuhe. Nicht Handschuhe. Hausschuhe. Wo ist der zweite? Da oben. Hausschuhe. Ein Phönix ist hier. Warum war er blau? Ich weiß es nicht. Und ein Glas. Glas muss ich sauber machen. Wo haben wir hier einen Putzlappen? Hier ist eine Serviette. Eine Serviette. Haha. Ach, mit dem Schrubber. Gut. Also. Ein Stoßzahn. Hier, Fanti. Bitteschön. Bringt mir nur leider nichts. Hier. Zack.